Okay, Google. Was steht heute an? Hi Jack Olaf. Es ist 8.20 Uhr. Im Moment sind es 18 Grad und es ist teilweise bewölkt. Heute gibt es vereinzelte Gewitter bei 15 bis 27 Grad. Übrigens, wolltest du noch an das Folgende erinnert werden: Kennzeichen und Speicherkarte. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ein neues Video von Gewusst Wie. Heute geht es um das Google Pixel 2 XL und ich habe euch wieder unten in der Videobeschreibung Timestamps verlinkt. Das heißt, ihr braucht euch nicht jeden schnöden Kram im Video anzuschauen, sondern könnt direkt zu den Sachen, die euch interessieren, hinspringen. So viel dazu und genauso habe ich das Handy und die Folie und alles, was ich sonst noch so habe, unten in der Videobeschreibung wie immer verlinkt. Das war ein Spontankauf. Ich hatte die ganze Zeit ein Samsung Galaxy S5, war damit eigentlich auch sehr lange Zeit zufrieden, aber es wurde immer langsamer und es war auch mittlerweile schon an der Zeit, mal wieder was Neues sich zu gönnen und dann habe ich einfach geguckt, geshoppt, schon was da. Also ich habe auch gar nicht lange überlegt, ich hatte mir da vorher mal ein Review zu angeschaut, war dann schon überzeugt und heute zeige ich euch mal, was das Ding alles kann. Gleich zu Anfang gesagt, ich habe für die Aufnahmen die Schutzfolie mal drauf gelassen, denn ich hatte die dann einmal drauf und hatte nur einen Einschluss von dem Staubkorn und nicht hunderte. Ihr wisst ja aus meinen anderen Videos, wie sehr ich manchmal mit Folie auf dem Kriegsfuß stehe, deswegen wollte ich das nicht extra wieder abziehen. Aber die Schutzhülle habe ich für die meisten Aufnahmen dann auch abgemacht, damit ihr das komplette Handy auch sehen könnt. Vom Design her ist es ein schlichtes und edles Glasmetallgehäuse. Große Glasfront vorne, hinten habt ihr oben einen Glasstreifen und matt unten aus Metall. Dadurch kein Wireless Charging möglich, fühlt sich aber sehr gut an, ist robust und leicht. Es ist wasserabweisend, kann angeblich 1 Meter unter Wasser für 30 Minuten überstehen. Man braucht sich also im Regen keine Sorgen machen oder auch wenn es mal ins Wasser fällt. Auf der Rückseite habt ihr den schnellsten Fingerabdrucksensor ever. Also das ist unglaublich, wie schnell ihr damit das Telefon entsperren könnt und man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran. USB-C-Anschluss unten und zwar nur den, keine weiteren Anschlüsse, kein Kopfhörereingang, sondern nur ein Adapter und es sind auch keine Kopfhörer mitgeliefert. Dennoch habt ihr mit dem Netzteil eine Schnellladefunktion. Es verspricht, dass ihr nach 15 Minuten Ladezeit der Akku bis zu 7 Stunden weiter hält. Das wird zumindest angegeben. Farblich finde ich das Design richtig geil, weil es passt super zu meinem Mustang. Das XL gibt es noch in diesem Schwarz-Weiß-Panda-Look, auch recht schick. Und das normale Pixel 2, also nicht das XL, gibt es in Schwarz-Weiß oder so eine Art Grau-Blau. Ihr habt vorne zwei große High-Definition-Stereo-Lautsprecher, die klingen echt super nach meinem Empfinden. Vom Display her sehr gute Farben, nur wenige Tasten, eben den Ein- und Ausschalter und den Lautstärkeregler. Der Zurück- und Menü-Button ist digital im unteren Teil des Displays. Richtig nice finde ich diese immer an Funktion von dem Display, dass der, auch wenn ihr es deaktiviert, eben die Uhrzeit anzeigt, wann der nächste Wecker eingestellt ist und welcher Tag heute ist. Man könnte das aber auch ausschalten, wenn es einen stört. Ihr habt einen 2,35 GHz schnellen 8-Kern-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher und wahlweise 64 oder 128 GB Speicherplatz. Der ist auch nicht erweiterbar, was aber durch den unbegrenzten Speicher in der Google Cloud eigentlich völlig egal ist, den man mit dem Pixel 2 dazu bekommt. Details später mehr. Im Zusammenhang mit dem Pixel 2 bietet Google die VR-Brille Daydream View an und die Kopfhörer Pixel Buds sowie die Schutzhüllen namens Life Case, die man sich individuell gestalten kann. Die finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Ich habe mir aber zum Schutz eine einfache Hülle gekauft bei Amazon. Mit der bin ich auch ganz zufrieden. Die Einrichtung. Die Einrichtung war super leicht. Man konnte die Daten von meinem alten Telefon einfach rüberschieben. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Die bietet auch das Pixel direkt an. Entweder du nutzt es direkt und verbindest beide Telefone per Kabel. Das hat leider bei mir nicht funktioniert. Dann geht er aber immer Schritt für Schritt weiter, welcher dann halt der nächste ist. Und dann kannst du irgendwann deine Daten rüberziehen. Also es klappt auf jeden Fall.
Was ich cool fand, ich habe noch nicht so oft mein Telefon gewechselt, dass der gleich auch so eine Sachen wie WLAN-Spots, die ich gespeichert hatte in meinem alten, plus die Passwörter einfach mit rübernimmt. Das heißt, ich musste mich jetzt nicht überall zu Hause, bei meinen Eltern und sonst wo wieder neu einloggen, sondern das hat er gleich mit übernommen. Fand ich richtig nice. Da ich es am Anfang nicht gesagt habe, die Funktionen des XL treffen eigentlich auch alle auf das normale Pixel 2 zu. Es ist halt einfach nur größer, hat ein anderes Display und größeren Akku. Entsperren. Die Möglichkeiten, das Ding zu entsperren, sind vielseitig. Ihr habt natürlich den super schnellen Fingerabdruckscanner auf der Rückseite. Ansonsten könnt ihr immer jederzeit okay Google sagen. Dann funktioniert es auch meistens. Oder ihr habt auch die Gesichtserkennung, Swipe, PIN oder per Passwort könnt ihr das Ganze entsperren. Genauso gibt es verschiedene Smart-Funktionen, wo das Gerät erkennt, dass du es mit dir rumträgst und dann gleichzeitig entsperrt bleibt. Es sperrt sich dann erst automatisch, wenn du es irgendwo ablegst, auf dem Tisch oder so. Viele Spielereien, wie ich finde, die aber meiner Meinung nach die Sicherheit verringern, weil Stimmen- und Gesichtserkennung anfällig sind. Der Google Assistant. Vorher hat man den, oder habe ich den, gar nicht so doll genutzt, aber natürlich, wenn du ein Telefon von Google dir holst, dann ist das einfach mit drin. Und hier ist diese Squeeze-Funktion, dass du das Telefon einfach zusammendrückst und dann sauschnell der Assistant aufgeht, finde ich einfach nur monstermäßig genial. Das nennt sich offiziell Active Edge. Man kann die Intensität einstellen, wie dolle man drückt, damit man es nicht aus Versehen beim aus der Hosentasche holen schon aktiviert. Es ist auf jeden Fall schneller als jede andere Methode, den Assistant zu aktivieren. Und dadurch nutzt man es auch viel häufiger, also wirklich ohne Ende, für jeden Quatsch. Man könnte natürlich auch einfach okay Google sagen oder eben lange den Home-Button drücken. Ich nutze es mittlerweile jeden Morgen, indem ich das einfach nur frage, okay Google, was steht heute an? Und der erzählt mir vom Wetter meine ganzen Termine und Erinnerungen, die ich habe. Und am Ende kommen noch die Nachrichten, finde ich ein perfekter Start in den Morgen. Will ich überhaupt nicht mehr missen. Auch ein starkes Feature, was sogar offline funktioniert, ist, wenn ihr diesen Immer-An-Bildschirm, also quasi den Standby-Bildschirm, Bildschirm habt und es spielt Musik, dann erkennt er die automatisch wie Shazam und zeigt die euch unten im Display an. Wie gesagt, das funktioniert auch dadurch, dass da irgendwie eine Bibliothek hinterlegt ist, auch offline, ohne Internet und auch sehr zuverlässig, muss ich sagen. Ansonsten bietet Shazam auch Auto-Shazam an, was ihr an- oder ausstellen könnt, da bin ich aber kein Freund von. Das wäre dann, wenn ihr halt automatisch noch registrieren wollt, welche Lieder gespielt sind. Hier zeigt er sie nur an, aber die werden nicht irgendwo abgelegt, dass ihr das Lied dann und dann gehört habt. Die Kamera, das ist natürlich richtig nice. Viele neue Smartphones haben ja mittlerweile zwei Kameras. Das Ding braucht nur die eine und macht trotzdem ultra geile Bilder, wie ich finde. Zum Aktivieren könnt ihr den Ein- und Ausknopf zweimal drücken. Dann ist der Fotomodus direkt drinne. Vom Sperrbildschirm doppelt tippen und rechts unten könntet ihr den auch aktivieren. Wenn ihr das dann macht, seid ihr standardmäßig in dem Fotomodus und müsstet, wenn ihr Video aufnehmen wollt, nochmal kurz swipen oder draufdrücken. Es gibt einen Porträtmodus, also der ist wirklich einzigartig. Irgendwie berechnet der das. Wenn du im Porträtmodus einen Menschen fotografierst, dann wird alles andere dahinter unscharf. Das ist, ihr habt wie einen Effekt von einer Spiegelreflexkamera und das ist richtig nice und sehr akkurat, selbst bei kleinen Härchen. Es macht auch gute Fotos bei schwachem Licht, wie ich finde. Ihr habt die Spielerei mit AR-Stickern, nennen die sich. Dann könnt ihr da irgendwie so ein Star Wars-Männchen einblenden. Das ist recht witzig. Ihr nutzt das mal am Anfang kurz, um es auszuprobieren, aber seitdem habe ich es nicht nochmal genutzt. Also es ist nur eine Spielerei. Genauso könntet ihr irgendwie Floating Text einblenden und solche Sachen eben. Im Videoformat könnt ihr sogar 4K mit 30 FPS aufnehmen. Mache ich eigentlich nie. 1080p ist eigentlich für mich interessant, weil ich habe auch schon das Ford Fiesta Video und das letzte mit der Dashcam zu groß Teil einfach nur mit dem Handy gefilmt. Ihr könnt 1080p mit 30 Bildern, 60 Bildern, 120 Bildern, was richtig genial ist. Und ihr könnt sogar 240 Bilder, aber dann eben nur 720p aufnehmen. Aber die Qualität ist einfach unendlich geil und auch die Slow Motion funktioniert halt sehr gut. Zu wissen ist natürlich, macht ihr, je höher die Bildrate ist, umso heller muss es auch sein. Also der braucht natürlich dann einfach mehr Licht. Ihr habt einen sehr schnellen Autofokus, wie ich finde, wenn ihr halt in dem Sucher seid. Eine gute Bildstabilisierung und auch die Stabilisierung, die ihr noch nachträglich auf die Videos anwenden könnt im Telefon. Das geht sehr unkompliziert und super schnell. Die ist, wow, einfach geil. Insgesamt sehr übersichtlich und super schnell. Wie gesagt, dadurch, dass ich hier nur zweimal schnell drücken muss und bin dann sofort in dem Fotomodus, ist genau wie bei meiner Sony FDR-X3000, mit der ich halt auch den Dubai-Urlaub gefilmt habe. Du siehst was, hältst drauf, machst schnell an und kannst es filmen. Also es ist eine super Ergänzung zu meiner anderen Kamera. Was ich richtig nice finde, man kann sogar Bilder einscannen mit dieser Google Fotos App. Das kann wahrscheinlich nicht nur das Telefon, bloß ich hatte das vorher noch nicht. Es funktioniert auf jeden Fall sehr akkurat. Auch ein viel beworbenes Feature bei dem Pixel, was natürlich wahrscheinlich auch andere Telefone nutzen können, ist Google Lens.
Ihr habt da die Möglichkeit, Texte, Produkte, Kunstwerke, Denkmäler, Gebäude, Tiere, Pflanzen, teilweise Menschen wiederzuerkennen. Das Ganze befindet sich immer in der Weiterentwicklung. Also im englischsprachigen Raum funktioniert das richtig top. Jetzt im Deutschen ziehen die so mehr und mehr nach, aber es funktioniert schon sehr gut bei Pflanzen und Tieren. Jetzt vor kurzem ist mit dem Update das sogar so in den Live-Sucher mit reingekommen. Vorher musstest du ein Foto machen und konntest dann da auswählen, Google Lens, und der hat dann auf dem Foto was erkannt. Und jetzt kannst du über den Assistant, gibt es dann einen extra Button, und du kannst im Live-Sucher auf Dinge zeigen und der erkennt die dann, okay, das ist jetzt hier ein Brennnessel oder eine Rose oder irgendwie ein Dobermann. Schon sehr, sehr nice. Ich habe das auch bei einem Gartenstuhl ausprobiert, einfach drauf, bap, bing, und dann hat er mir angezeigt, den Gartenstuhl kannst du da und da kaufen. Ansonsten kannst du natürlich irgendeine Visitenkarte oder ein Plakat abfotografieren und dir dann die ganzen Daten direkt in deinen Kalender oder in deine Kontakte übertragen lassen oder direkt anrufen, wenn eine Telefonnummer ist. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, Barcode scannen, damit alles. Also es ist schon sehr cool, was da für Möglichkeiten eröffnet werden. Ansonsten, die ganze Oberfläche nennt sich ja Pixel Now. Sehr übersichtlich, schnell, einfach zu bedienen, wenige Klicks, um überall hinzukommen. Du hast halt normalerweise oben das Datum und Wetteranzeige, wie viel Grad draußen sind, und wenn der nächste Termin in deinem Kalender nahe rückt, dann wird auch der angezeigt. Das und das, Besprechung sowieso in 30 Minuten, damit du das auch auf dem Schirm hast. Finde ich sehr nice. Unbegrenzter Speicher und weitere Vorteile. Als Google Pixel Nutzer bekommst du die Android Updates immer zuerst und hast, so wie ich das verstanden habe, sogar exklusiven Zugriff auf Beta-Versionen wie das neue Android P. Ebenso steht hier unbegrenzter Cloud-Speicher zur Verfügung. Wirklich unbegrenzt? Das habe ich mich gefragt, recherchiert, und es ist zumindest bis 2020 unbegrenzt. Da werden alle mit dem Pixel aufgenommenen Fotos und Videos unbegrenzt in Originalqualität in der Cloud gespeichert. Danach werden Fotos nur in Anführungsstrichen noch in hoher Qualität, das heißt bis zu 16 Megapixel gespeichert. Unbegrenzt und gratis. Und Videos in einer Auflösung immer noch von 1080p. Und das ist für mich überhaupt keine Einschränkung, weil ich filme sowieso immer in 1080p. Und 16 Megapixel, also meines Wissens, erreicht man das überhaupt nicht mit dem Pixel, da ich im 16:9 Bildverhältnis nur 8,3 Megapixel habe. Google begründet diese zeitliche Begrenzung damit, dass sich die meisten Nutzer sowieso nach 2 bis 3 Jahren ein neues Smartphone zulegen würden, und gibt an, dass die bis 2020 hochgeladenen Fotos nicht nachträglich komprimiert werden. Bei mir steht, alles, was ich bis zum 16.01.2021 hochlade, ist im unbegrenzten kostenlosen Speicher integriert. Mindestens 15 GB hat man ja sowieso. Ich finde, das ist ein fairer Deal. Ansonsten kann man relativ kostengünstig eigentlich auch seinen Speicher erweitern. Schutzfolie und Schutzhülle. Ich habe mir eine relativ günstige Zenglas-Schutzfolie geholt. Die bedeckt nicht das komplette Display. Es gibt auch welche, die dann diese Abrundung, den Curve, noch mit bedecken. Habe ich jetzt nicht notwendig erachtet. Und die Schutzhülle ist, die ich jetzt habe, durchsichtig, robust, passt super. Kann ich empfehlen. Also natürlich noch geiler ist wahrscheinlich von Google diese individuellen Hüllen, die man sich dann noch selber gestalten kann, wo dann auch, wenn man die Hülle dran macht, automatisch der Hintergrundbildschirm auch in diesen Farben gestaltet wird. Das hat schon Charme. Man legt sich da sehr doll auf ein Design fest. Weiterhin als sehr nützlich hat sich eine Autohalterung, also eine Handyhalterung fürs Auto, bewährt. Gerade jetzt in Mustern. Ich wollte es nicht in diese Lüftungsschlitze stecken, da gibt es ja manche so, oder an die Scheibe pappen, das fällt immer ab irgendwann bei mir. Und ich habe was gesucht, was man in den Zigarettenanzünder reinstecken kann, was gleichzeitig als Halterung und als Ladegerät dient. Habe was gefunden, wo auch dieses riesige Google Pixel 2 XL reinpasst, und bin absolut zufrieden damit. Habe ich euch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Der Preis, ich habe es, glaube ich, irgendwas 670, 650, irgendwo so habe ich das einfach gekauft. Wahrscheinlich gibt es das auch irgendwo mit Vertrag, aber ich bin immer so der, ich kaufe mir das lieber gleich mit einmal und muss das nicht ewig abzahlen. Ich verlinke euch das einfach unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr mal gucken, wie jetzt der aktuelle Preis ist. Jetzt zum momentanen Zeitpunkt war das auch öfters mal bei Saturn und Mediamarkt und anderen. Ich will jetzt nicht die nur herausheben, aber ich hatte es für 649 gesehen, da war es im Angebot. Fazit.
Seitdem ich das Pixel 2 XL habe, hat sich mein Alltag wirklich komplett verändert. Es ist wahnsinnig schnell. Ein Riesenunterschied zu dem Galaxy S5, was ich vorher hatte, was jetzt nun mal nach den Jahren sau langsam wurde. Nichts hat mehr geholfen. Der Google Assistant ist unendlich hilfreich und man nutzt ihn immer mehr, sobald man merkt, okay, das kann ich also auch als Sprachbefehl raushauen. Und gerade wenn man jetzt den Google Kalender nutzt und noch verschiedene andere Sachen, Gmail und so weiter und so fort, aber selbst WhatsApp-Nachrichten kannst du ja damit schreiben. Da kannst du mit Spotify Musik abspielen lassen und verschiedene andere Dinge noch. Richtig, richtig nice und alles nur mit okay Google oder eben so ein Squeeze. Also einfach nur der Hammer. Die Oberfläche ist für mich super effizient. Ich erreiche die wichtigsten Dinge mit einem Tipp und wie gesagt mit der Squeeze-Funktion. Kalender, Erinnerungen, schnellster Weg nach Hause, WhatsApps verschicken, aktuelle Nachrichten oder das Wetter checken. Alles per Sprachsteuerung ohne großen Aufwand. Die Kamera ist halt wirklich unendlich genial, also gerade jetzt für meinen Kanal, mal eben mal schnell irgendwas zu filmen. Vielleicht filme ich damit sogar ein, zwei Carporns auf dem Mustang-Treffen demnächst. Wäre auch ein super Vergleich. Canon, Sony und Google Pixel 2. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden. Danke fürs Zuschauen. Das war's. Ich habe alle Sachen nochmal unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, verlinkt. Ja, und dann sehen wir uns demnächst beim Mustang-Treffen. Das wird wahrscheinlich das nächste sein. Ich bin gespannt, wen ich da von euch alles treffe. Und wenn es euch gefallen hat, gebt den ganzen einen Daumen nach oben. Das würde mich freuen. Und dann sehen wir uns demnächst.